Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn, viel Spaß mit der neuen Folge und wir hören und stören uns dann am Ende der Folge nochmal. Also bis gleich. Habe ich wieder was nicht mitgekriegt? Wer wurde denn hier abgeschlachtet? Herr Doktor! Da ist ein Verletzter. Und da kommen noch mehr. Moment. Wo ist sie hin? Fräulein Krankenschwester. Nicht die Feuerlöscher. Den da sollst du dir angucken. Das ist ja schlimm hier. Da verrecken die uns wieder der Reihe nach. Haben wir. So, jetzt kommt neu. Raum. Beton. So. Das wird wieder ein Raum. Ja, uns geht das Geld flöten, ist mir aber egal. Nehmen wir halt zur Not nochmal einen Kredit auf. Ich will aber diesen Raum hier fertig haben. Ist das soweit abgeschließt? Nein, ist es nicht. Warum nicht? Betonmauer da abreißen. Mach mal. Betonmauer da aufbauen. Und dann werden wir wohl ein paar Aktien verkaufen. Genau, so machen wir es. Wir verkaufen mal ein paar Aktienanteile. An unserem Knast. Wo war das schon wieder? Finanzen, nein, da, Anteile verkaufen. 1, 2, 3, 4, da waren die 100.000 auf dem Konto. Haben zwar mehr Wert, aber wir können die noch nicht verkaufen, solange wir nicht alle zurückgekauft haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, Sodale. Was machen die eigentlich mit den Brettern? Verarbeiten die die? Weiß ich gar nicht. Doch scheinen sie da, Bretter. Was war unser Bildungs? Immer noch 13%. Wir brauchen eindeutig mehr Leute. Damit mehr Leute hier unten arbeiten können und mehr in die Bildung reingehen können, brauchen wir mehr Insassen. So. Ich habe doch Strom hier rüber gelegt. Ich bin mir da fast sicher, dass ich hier Strom reingelegt habe. Habe ich auch. Ach ja, stimmt. Kann ich gar nicht holen. Ja. Abreißen. Diese Mauer da. Bauen. Diese Mauer da. Weil wenn die dann nicht weg ist, kann da nicht gebaut werden. Ach, ich hasse diese Kreuzungen. Also bestimmt irgendwas wird die wahrscheinlich wieder abgerissen. Wir werden es sehen. So, wie sieht's aus? Die beiden Bäume müssen da noch raus, sonst wird der Raum nicht fertiggestellt. Doch wieder. So. Da kommt das hin. Da kommt das hin. Ihr bleibt so, wie ihr seid. Strom. Warum fließt du schon wieder nicht? Wo ist die Unterbrechung? Ach, da. Na. Ah. Bin mir sicher, ich hätte dich da weggemacht. Leitung, Kabel. Da. Eiskalt sagen, wir legen das mal so. Und dann auf der Mittellinie nach bis, na komm schon, da
Und schließen das einmal so, dass halt ein Dauerkreis da irgendwie wo entsteht. Wir müssen natürlich weiterhin hoffen, dass das ausreichend ist für die Stromversorgung. Hier kurz stoppen. Wieso seid ihr schon wieder dauerverletzt? Also erstmal kein Strom mehr da. Okay. Zack. 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 Dann brauche ich hier unten einen neuen Generator. So, jetzt gucken wir mal. Halt. Zack. Dahin. Und dahin. Und diese müssen natürlich an Strom angeschlossen werden. Zack. Das müsste jetzt klappen. Bis zu dem Zeitpunkt, dass da Strom da ist. Denn ohne Strom läuft hier ja nichts. Vor allem werden unsere Insassen dann etwas, wie soll man sagen, stinkig, wenn die nicht Strom kriegen. So, es liegt alles daran, wie die Lieferung hier funktioniert. Warum liefert ihr da unten mal nicht an, raus? Wo kannst du sagen, warum fährst du nicht? Die kriegen nämlich kein Wasser, weil sie duschen wollen. Ohne Strom. Ich hoffe, da ist ein Generator drinne. Nee. Ah. Kurzzeitig war Strom da. Warum nicht? Wahrscheinlich ist das der zweite Generator, aber auch der bringt nichts, da haben wir keine Kabel gelegt wurden. Denke ich mir mal. Oder ist er nicht an? Einschalten. Einschalten. Klappt nicht, weil... Jetzt bin ich verwirrt. Ach so. Willst du mich doch verarschen. Nur deswegen nicht? Ganz im Ernst? Ist doch kacke. Und ich muss diese Tür da mal austauschen unbedingt. Kann nicht sein, dass die Gefangenen da rein und rauslaufen. Moment. Diese Tür demontieren bitte. So, die Kabel, ich muss abbauen. Setz die doch direkt dahin, Mann. Gehalt's. Ach, geht doch nicht. Los, ich brauche Strom, sonst flippen gleich die Leute hier aus. Da ist schon Randale gewesen. Ah. Ich mach gleich hier eine Abriegelung. Also die, die krank sind, laufen auch nach oben ins Krankenrevier und werden dort behandelt. Das ist okay, das klappt doch. So, jetzt kann man die aber einschalten hier, ne? Und anschalten. Und anschalten. Warum geht die immer wieder aus? Ich raff's nicht. Warum klappt das nicht? Okay, irgendwo haben wir hier ein Problem. Also ich wahrscheinlich im Kopf. Ich komme nur nicht auf die Lösung. Ich bastle einfach nochmal Kondensatoren an. Das rum ran. So, also mal gucken. Also, es ist doch ein ununterbrochener Stromkreislauf, richtig? Richtig.
So. Das hat mich jetzt Unsummen an Geld gekostet. Und ich verstehe es nicht, warum es nicht klappt. Ha. Verwirrt ich sein. Ich raff's nicht. Anschalten. 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 Den auch dazu schalten. Dann den dazu schalten. Den dazu schalten. Den dazu schalten. Den. Den. Das klappt nicht. Warum nicht? Ich raff's nicht. Kruzifix. Ausschalten. Anschalten. Willst du doch verarschen. Und anschalten. Da! Ausschalten. Anschalten. Hä? Ausschalten. Anschalten. Ich raff's nicht. Ich raff es echt nicht. Warum? Warum? Nee, ich kapier's nicht. Ich kapier's echt nicht. Sobald ich den jetzt ausschalte, passiert nichts. Wenn ich ihn einschalte, bricht das ganze Stromnetz zusammen. Ich hab ne Idee, warte mal. Ich hab da ne Idee. Also, wir machen ganz anders. Wir nehmen mal den da und reißen das da ab. Los, jetzt mach. Dann reißen wir die Stromversorgung da raus. Packen da nur ein Wasserrohr hin. Jetzt mach schon. Könnte das mal bitte irgendjemand übernehmen? Diese Stromversorgung da rausreißen? Bitte. Alter! Ich glaube, wir sind Gefangene entkommen. Ich vergesse nicht zu gucken, wo es ist. Schmuggel, Bedürfnisse? Nein. Programme? Nein. Da? Nein. Finanzen? Nein. Da. Okay, es ist noch keiner entkommen. Ach ja, und bitte rausreißen den da. So, weil, dann reiße ich jetzt die ganze Kabellage hier raus, hier bricht alles gleich wieder zusammen. Stromtechnisch. Richtig. So, und jetzt sage ich, du an. Geht doch. Dich an. Schon geht's wieder aus. Okay.
Demontieren. Anschalten. Demontiere. Demontieren. Dich da auch. Und dich. Ja, meine lieben Freunde, das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode vom Prison Architect für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, über einen Daumen rauf oder ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich natürlich herzlich freuen. Ansonsten sehen wir uns dann noch in den nächsten Videos heute, morgen oder einfach im neuen Teil von Prison Architect wieder. Also bis dann, tschüss.